hol dir jetzt die neue Dr. Auge Lampe oder den neuen Dr. Auge Portal Pullover. Alles unter shop.aerosol.de. Hey, ho, Freunde! Willkommen wieder zurück zu Pet Battle Folge 3 mit dem Dr. Auge und mir. Hello! Yeah! So, Pet Battle Folge 3, das ist die Folge der Macht. Das ist die letzte Folge für diese Woche. Aber keine Angst, nächste Woche kommt ein weiteres Pet Battle raus, wo wir uns wieder kaputt schlagen werden mit neuen Items, neuen Leben, neuer Map und neuen Alben. Und das wird richtig cool. Und wisst ihr, was auch nochmal ganz cool sein wird? Es wird nicht unbedingt nur Dr. Auge dabei sein, sondern auch der Geist. Das heißt, der Geist wird hier tatsächlich mitkämpfen, ne? Und Dr. Auge geht dann kurz auf die Reservebank und dann übernächste Runde bist du wieder dabei, Dr. Auge. Wollen wir das so machen? Willst du deinem besten Kumpel, dem Geist, mal eine Runde Vortritt geben? Komm schon, Dr. Auge, hä? Da musst du doch nett sein. Dr. Auge, du darfst nicht immer so gemein sein. Dr. Auge, wir müssen jetzt kämpfen. Wir haben keine Zeit zu streiten. Ich weiß, du willst bei Pet Battle... Was ist los? Hast du einen Gegner gesichtet? Was hast du dann gesichtet? Dr. Auge, wir brauchen jetzt dringend Dings. Wir brauchen Leben, Mann. Wir brauchen, eine Eisenhose, Mann. Ich laufe die ganze Zeit ohne Hose herum, Mann. Wir haben zwar ein gutes Schwert so, aber leider haben wir keine Dings. Keine guten Sachen so zum Anziehen. Das heißt also, ich brauche eine Hose, Dr. Auge. Wir müssen jetzt dringend in diesem Wald hier irgendwo eine Hose finden. Ich würde sagen, wir sind relativ weit außen, das ist schon in Ordnung so, aber wir brauchen trotzdem eine gute Hose. So, hier ist ein Schwein, das können wir theoretischerweise mit... das ist auf der anderen Seite, da kommen wir gar nicht mehr dran, das ist schon die Border. Ja, ich glaube, in der dritten Folge jetzt inzwischen, ne, ist einfach schon fast alles gelootet leider. Deswegen haben wir kaum mehr Chancen an irgendwas weiter dran. Doch, hier! Diamond Boots und eine Hose! Oh mein Gott, das ist meine Rettung. Dr. Auge, guck mal! Ich hab Dings Diamond Boots. Weißt du, was das bedeutet für dich? Dings Chainmail Boots. Und ich hab eine Hose. So, und weißt du was, Dr. Auge? Daher, dass du... Oh mein Gott, hier sind ja auch noch Items drin. Cooked Pork Chop. Chain Helmet. Das ist für dich der Chain Helmet. Zieh den am besten an, Dr. Auge. Yo, was haben wir hier noch drin? Schau am besten, halt am besten auch, schau. Ich glaube, da hinten ist auch nochmal eine Kiste vor. Oh mein Gott, und weißt du, was hier ist, Dr. Auge? Warte, Chain Boots, Leather Cap. Okay, okay, leider nichts Besonderes mehr. Aber, Dr. Auge, wir können Sachen verzaubern hier, okay? Oh Mist. Warte, ich habe noch 5 Bottle of Enchantments. So. So, ich bin jetzt Level 5. Ich glaube, eine Sache kann ich enchanten, ne? Ich habe hier dabei Sharpness 2 nochmal. Das heißt, ich habe hier Sharpness 3 drauf. Das würde sich nicht lohnen. Efficiency 1. Oh, das lohnt sich auch nicht alles. Aber ich könnte den Stone Maze vielleicht mit Sharpness verzaubern. Warte. So und so. Oh, nee, das geht leider nicht. Okay. Und wenn ich jetzt ein anderes Item... Dr. Auge, gib mir mal deine Waffe. Gib mir mal deine Waffe, bitte, Dr. Auge. Wo bist du? Komm mal kurz her, genau, deine Waffe brauche ich kurz. Ich jetzt verzauber sie dir dann eben kurz. Genau, das Schwert, gute Idee. So, Schwert mit Sharpness und Sharpness 2. Boom. Okay, komm her, Dr. Auge. Das ist deine Waffe. Super. Dann hätten wir das auf jeden Fall fertig. Das ist nice, das ist gut. Dr. Auge, das können wir jetzt nicht ausprobieren. Okay, ich werde mit meinem Diamond Sword kämpfen. Okay, dann lass mal hier ein bisschen weiter fortfahren. Und vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen mehr Eisen zu finden, weil dann könnte ich mir noch eine Eisenhose bauen, Dr. Auge. Weil heute ist nämlich die letzte Folge und es wird ein Gemetzel in der Mitte geben. Das wird richtig... Ey, guck mal hier! Hier! In der Höhle war noch keiner. Ich schwöre dir, in der Höhle war noch keiner. Wetten? Warte, das war nicht die Höhle. Oh, hier war noch niemand drin, Dr. Auge. Hier war noch niemand drin. Perfekt. Leider sind hier nur Pfeile drin. Falls du irgendwas brauchst, Dr. Auge, nimm dir das am besten... Was... nee, das ist auch nichts. Wolltest du mich gerade trollen, Dr. Auge? Du wolltest gerade eine Kiste zubauen, du kleiner Frechdachs. Lass mal weitergehen. Was haben wir hier? Oh mein Gott, hier ist ein Wunschbrot. Doch. Doch, hier war jemand. Warte mal. Ist hier immer noch jemand? Ich möchte nur mal kurz runtergehen und ein bisschen schauen. Oh, Dr. Auge, du hängst, ne? Okay, hier unten, ne? Lucky Potion, Chain Boots. Bisschen was zu essen. Das ist eine Lucky Potion mit Luck 0. Das können wir mal ausprobieren, oder? Warte mal, lass mal hier nochmal ein bisschen durchlaufen. Doch, man, hier war schon jemand, glaube ich, oder? Diamond Axe, die macht 9 Schaden, die Diamond Axe. Das ist echt krass. Dr. Auge, hör mal zu. Never mind. Bleib mit deiner Waffe, die du jetzt hast. Alles in Ordnung. Schwerter schlagen nämlich schneller zu. Oder wollen wir lieber eine Axt nehmen? Ich weiß es nicht, Mann.
Warte, da ist nichts und hier ist auch leer. Ich glaube, hier waren schon Leute, die gelootet haben. Da hinten ist noch eine Kiste. Da hinten ist noch eine Kiste. Okay, dann gehen wir noch kurz die Kiste holen. Dann gehen wir wieder an den Dings, an den Kopf. Okay, hier ist Milch. Ah, das bringt uns auch nicht weiter. Okay, Dr. Auge, wir machen einen Rückzug. Ich habe jetzt zwei Dings-Potions gefunden, ne? Zwei Lucky-Potions. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir da vielleicht ein paar Items raus. Und, ach, du hängst fast. Ne, warte. So, hier, ich mach die hier kurz auf. So, komm mit. Der gute alte Dr. Auge, der kleine Dickkopf, ne? Ja, was wollen wir machen? Also ich werde jetzt auf jeden Fall Brot essen. Im Kampf werde ich, glaube ich, Steaks essen. Und bald ist doch bestimmt wieder die Hälfte der Folge. Sharpness 4! Sharpness 4, Dr. Auge! Sharpness 4, Dr. Auge! Oh mein Gott, wir müssen wieder zum Dings. Wir müssen wieder zum... Ich habe eine Idee, was wir machen können. Ich habe eine Idee, wir können uns eine richtige OP-Waffe bauen. Komm mit, komm mit, komm mit. Das wird gut, das wird gut. Pass auf, Dr. Auge, du kriegst jetzt von mir eine richtig heftige Waffe. Ich nehme die Diamond Axe mit. Und ich habe jetzt Sharpness 4 gerade bekommen in diesem Buch, okay? Und ich habe jetzt noch drei von diesen Leveln, die ich jetzt alle noch habe. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen auf die Axt, die auf die Diamond Axe, die 9 Damage macht, ja? Machen wir jetzt was Krasses drauf. Und zwar können wir... Oh mein Gott! Hier sind Eisenblöcke. Hier sind Eisenblöcke, die können wir abbauen. Daraus können wir uns doch eine Ding... Oh, ich kann die Eisenblöcke nicht abbauen, weil ich... Hast du eine Eisenspitzhacke, Dr. Auge? Dr. Oh, kommst du da hoch, Dr. Auge? Warte mal, ich mach hier auf. So, kommst du hier hoch irgendwie? Warte, ich mach hier... So, so. Hier, hier, ich hab's hier hochgebaut, warte. So, genau, komm mal hoch. Hast du vielleicht eine Eisenspitzhacke, um das hier abzubauen? Mist, du hast keine. Ich habe auch keine. Okay, egal, dann müssen wir weitergehen. Dann müssen wir ohne Eisenrüstung kämpfen. Wie Männer müssen wir kämpfen, Dr. Auge, okay? Nicht so wie in der letzten Folge, die Pixie, die vor mir weggeflogen ist. So, easy, hier im Dings haust du jetzt voll die Schießerin, so. Pass auf, Dr. Auge, wir gehen jetzt hier nach links, wieder zurück zu den Ambossen, ne? Und ich werde dir jetzt die heftigste Waffe bauen, okay? Ich hoffe, ich habe genug Enchantment Points dafür. Das heißt, ich packe jetzt hier die rein und dann hier, Sharpness 4. Nein, das kostet 5. Bitte, Dr. Auge, bitte sag mir, hast du 5 Enchantment Points? Hast du? Oh mein Gott. Dann nimm hier die Diamond Axe und dann nimm hier das Enchantment Book und mach dir das dann. Mach dir am besten die starke Waffe. Spawn Protection? Ja, klaro. Sei nicht gemein. Okay, Dr. Hau. Hast du es gemacht, Dr. Auge? Nein, du hast nicht genug? Oh, nein! Ich habe auch keine Bottle of Enchantments mehr. Mist! Ganz knapp! Okay, egal, Dr. Auge, komm mit. Wir müssen jetzt kämpfen gehen. Benutzt trotzdem die Axt, okay, Dr. Auge? Benutzt trotzdem die Axt. Da haben wir ganz knapp nicht genug gehabt, ne? Okay. Jetzt müssen wir gleich in die Mitte und gegen Easy kämpfen. Okay, es ist der Loot Drop. Wir gehen in die Mitte, Dr. Auge. Es wird jetzt gekämpft. Wie Männer müssen wir kämpfen. Wir gehen jetzt an die Kanonenkugel da oben dran, okay? Und du benutzt deinen Boomerang, okay? Du musst mit dem Boomerang versuchen, die Pixie zu töten. Lass dir ein paar Kisten. Okay, Easy macht jetzt hier gerade auf Ehrenmann oder so. Okay, und wir müssen jetzt von oben irgendwie kommen. Wir kommen hier von hier. Springen hier. Oh, oh, oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Okay, pass auf. Ich nehme jetzt die Loot Drops. Ich nehme jetzt diese Dinger hier. Okay, einen hier und einen schmeiße ich dahin. Oh mein Gott, Enchantment Points. Oh mein Gott, laber nicht, Mann. Jetzt haben wir einfach welche. Okay, essen. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie auf Easy gehen. Okay, warte, wir müssen auch noch kurz auf Lars gehen. Wo ist denn Lars? Da ist Lars. Okay, aber wir haben... Da ist sie, da ist Easy. Okay, geh drauf auf Easy. Oh, das kann nicht sein. Easy two-hittet mich die ganze Zeit. Gut, Dr. Auge, nice. Okay, jetzt auf die Pixie. Oh mein, jetzt geht Lars noch auf mich. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab Lars. Okay, nice, nice, nice. Huh. Okay, 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 okay. Lass hier weggehen, Dr. Auge. Huh. Oh mein Gott, Alter. Izzy hat mich einfach getötet, Mann. Izzy hat mich einfach getötet. Okay, wir sind noch eins über. Lass hier am besten weggehen. Oh mein Gott, die kommen hinterher. Oh Gott, Lars greift mich an. Oh mein Gott, Dr. Auge, ich brauche ein bisschen Hilfe. Komm, Lars, bitte nicht, Mann. Oh Gott. Ja! Ja, nice, Dr. Auge. Digga, sag mal, Dr. Auge, die neue Waffe, die ich dir gegeben habe, ist die richtig krass gewesen? Das ist die Axt, Mann. Die Axt hat nämlich auch Easy. Easy kann mich nämlich auch immer mit 2 Schlägen kaputt hauen, weil nämlich Easy 11 Attack Damage hat. Und selbst mit meinem Diamantschwert, was ich auf Sharpness 3 habe, konnte ich ihn nicht töten. Also konnte ich sie nicht töten. Das war richtig krass, Mann. Oh, der arme Lars, der weiß bestimmt nicht, warum wir ihn so schnell tot bekommen. Oh, hier ist was zu essen.
Okay, Dr. Auge, hier gibt's was zu essen. Hast du noch genug zu essen, Dr. Auge? Nein, okay? Dann kriegst du 2 von denen hier und ich habe auch 2 und dann kriegst du im Notfall noch Brot, okay? Im Kampf isst du Fleisch und so isst du immer nur Brot, okay? Okay, dann gehen wir weiter rein. Wir gehen jetzt nochmal auf Easy drauf, okay? Komm, wir müssen es versuchen. Wir machen hier keine halben Sachen. Wir werden uns jetzt nicht verstecken, okay, Dr. Auge? Wir gehen jetzt voll drauf. Wir gehen voll drauf, Dr. Auge. Okay, da oben ist die Kanone. Wir benutzen die Kanone. Komm, komm, komm. Wir gehen jetzt auf die Kanone oben drauf. Ganz, okay. Da ist Easy, da ist Easy. Wir gehen auf die Kanone oben drauf. Ganz chillig. Easy kommt. Dr. Auge, Easy kommt, okay? Ich brauche Blöcke zum Hochbauen. Okay, Dr. Auge, ganz cool bleiben. Oh nein, ich habe Dr. Auge, ich habe dich geschlagen aus Versehen. Okay. Oh, ich habe die Pixie. Okay, ich habe beide geholt. Alter. Ich habe Izzy ganz gut ausgetrickst. Dr. Auge, komm her, komm her, komm her. Die wollen uns wieder angreifen. Komm, 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 wir müssen weglaufen. Wir müssen weglaufen. Okay, pass auf, Dr. Auge. Wir laufen jetzt in dieses Ding hier unten rein, okay? Komm mit rein, komm mit rein. Und versuch hinten zuzubauen gleich. Pass auf, Dr. Auge, wir laufen jetzt gleich runter. Oh nein, 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 Dr. Auge. Genau, komm, komm mit, komm mit, genau. Komm, 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 komm. Alles gut, alles gut. Okay. Pass auf, wir laufen jetzt hier runter und bau über uns zu, bau über uns zu. Wenn du hier die Treppe gleich runterläufst, bau über uns zu. Genau, schönes Ding. Und jetzt die andere Treppen. Oh nein, 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 nein. Ich hab dich geschlagen aus Versehen, Dr. Auge. Es tut mir leid. Oh, bitte stirb nicht. Oh, bitte stirb nicht, Dr. Auge. Du darfst nicht sterben. Okay, du stirbst nicht. Alles gut, du schaffst das. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Wir müssen jetzt hier unten rein. So, und weißt du, was wir jetzt machen, Dr. Auge? Wir bauen Easy eine Falle, okay? Wir bauen Easy eine Falle. Wir müssen hier so ein bisschen die Blöcke abbauen. Oh nein, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Ich habe keine. Hast du noch eine zweite Spitzhacke, Dr. Auge? Hast du noch eine zweite Spitzhacke? Oh nein, da ist sie. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sehe, sie hat mich runtergeschmissen. Oh nein, ich hatte keine Spitzhacke. Dr. Auge, du darfst nicht sterben. Dr. Auge, du musst Easy holen. Dr. Auge, du musst es irgendwie schaffen. Da ist der Pinguin. Ich kämpfe gegen den Pinguin so lange. Oh, Dr. Auge, du musst es schaffen. Du musst es schaffen. Wenn du beide kriegst, dann haben wir gewonnen. Oh mein Gott. Alter, da ist der Pinguin. Woo! Oh. Ah! Lars! Oh mein Gott. Oh mein Gott, es steht 4-4. Ich darf nicht mehr sterben. Ich darf nicht mehr sterben. Lars, du darfst dich nicht töten, Mann, sonst. Wenn ich jetzt sterbe, ist vorbei. Dr. Auge, komm her, komm her, komm her. Du gehst auf Pingu, ich geh auf Lars. Oh mein Gott. Okay, ich hab Lars. Okay. Jetzt gehe ich an die Kanonenkugel. Und jetzt wird am Ende nochmal ein bisschen geschossen, okay? Okay, 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 okay. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. So, Dr. Auge, du darfst jetzt nicht mehr viel sterben, okay? Okay, da sind Kanonenkugeln drin. Okay, ich versuche jetzt kurz. Ich schieße. Oh nein, das funktioniert nicht so gut. Doch, jetzt funktioniert's. Okay, und Schuss. Oh, da ist Lars. Ich schieße sogar gerade auf Lars. Okay, ein bisschen weiter hoch. Dr. Auge, nein! Du darfst nicht sterben, Dr. Auge. Nein! Dr. Auge, jetzt gewinnt Izzy. Weil Izzy versteckt sich nämlich jetzt in der Höhle und kämpft nicht. Oh nein. Okay. Dann lass mindestens jetzt auch gegen Lars kämpfen. Oh, ich habe fast gar kein Leben mehr. Dr. Auge, nein. Jetzt muss Izzy in die Mitte kommen. Izzy, komm Mitte. Komm, komm, komm. Jetzt müssen wir noch einen letzten Kampf machen. Oh, da ist sie. Okay, Dr. Auge, wir müssen auf Izzy gehen. Go, go, go. Go, geh auf Izzy. Ich habe aber fast kein Leben mehr, Dr. Auge. Dr. Auge, ich habe fast kein Leben mehr. Ich schaff das nicht. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott. Ich muss rohes Fleisch essen. Dr. Auge, bitte versteck dich. Oder töte jemand. Oh mein Gott, da ist Lars. Da ist Lars. Ich hol Team Lars aus dem Spiel raus. Okay, Team Lars ist aus dem Spiel raus. Team Lars, 0 Leben. Okay, jetzt Izzy und ich. Izzy und ich. Dr. Auge, wo bist du? Okay, ganz cool bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo Dr. Auge ist. Okay, da ist Izzy. Oh, ja, ich habe das Pixie auch. Okay. Oh, ich habe gewonnen. Hä? Ja, aber nicht am Ende, oder? Warte mal, lass mal alle in
ein Channel. Oh mein Gott, was ist gerade passiert, Alter? Warte, lass mal alle in einen Channel. Jetzt mal mit den anderen in Channel. Irgendwie müssen wir das Ganze mal kurz... Yo, Leute, was geht? Hi. Hi. Was ist jetzt passiert? Hi. Ich hatte Spawnschutz. Ich habe nicht gesehen, dass du gestorben bist. Du hast mich doch... Hast du mich nicht getötet? Ich habe dich nicht getötet. Nee, ich glaube, irgendwie hattest du eine Lucky Potion. Okay, Folge jetzt ist die Folge, die zu Ende. Dann ist die Folge zu Ende. Okay. Und Roman hat das Ganze gewonnen. Juhu! Also nicht das Ganze. Nächste Woche, am Dienstag wieder, beginnt eine neue Runde, die jetzt noch besser sein wird als die Runde. Ja, das ist jetzt die neue... Guck mal, man kann. Guck. Man kann springen, ja. Wenn du springst, dann kannst du dich bewegen, genau. Stimmt, okay, alles klar. Ich seh's. Also das ist jetzt noch nicht zu Ende. Ich habe jetzt die erste Runde gewonnen. Eine Runde dauert immer 3 Folgen. Und ich habe jetzt die erste gewonnen und jetzt kommen noch 3 weitere Runden, okay? Genau. Das heißt also... Jedes Mal mit einem anderen Thema. Okay. Genau, also, jetzt immer hatten wir ein anderes Thema. Steinzeit. Genau, das war jetzt so das erste. Das heißt also, wie hat euch das gefallen, Leute? Ich fand's nice auf jeden Fall, aber das nächste Mal werde ich euch besiegen. Okay. Also falls ihr übrigens, die Zuschauer noch irgendwie Ideen haben, wie man das hier alles noch ein bisschen verbessern kann, schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil ihr seid nämlich diejenigen, die zuschauen und ihr wisst es wirklich am besten. Schreibt uns in die Kommentare, was man noch verbessern kann, wie euch die Map gefallen hat. Wir hoffen, das Projekt Pet Battle gefällt euch. Da steckt wirklich ganz schön viel Liebe und Herz drin. Und Und wir haben süße Tiere. Und wir haben süße Tiere dabei. Ja. Huh, ihr habt echt gut gekämpft, Leute. Ja, fand ich auch. Danke. Alles klar, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Pet Battle, ne? Kommt am Dienstag. Genau, bis zum Dienstag. Bis dahin und hasta la pasta. Ciao, ciao. Tschüss.